von Chasneroan. Ja, Alin Bachmann droht mit Araber Clan und begeht Straftaten. Hat übrigens Chasnero auch schon mal privat irgendwie in unsere Gruppe mit reingehauen. Aber tatsächlich hat es mich irgendwie, also hat es mich da noch nicht so tangiert. Da wusste ich noch gar nicht, was jetzt hier so passiert. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt bin ich gespannt. Okay, let's go. Ja, ich möchte mich an der Stelle kurz erklären. Ihr werdet in diesem und sehr wahrscheinlich in dem nächsten Video ein Placement sehen. Häuft sich im Moment, ich weiß. Hat in Kürze runtergebrochen den simplen Grund, dass ich durch die Steuererklärung ein bitteres Erwachen meiner naiven Unbeholfenheit im Finanzsektor durchleben durfte und seit neuestem kostspielige Zusammenarbeiten stattfinden, die mir erlauben, Videos frequentiver zu veröffentlichen. Ich frage mich, ey, ohne Scheiß, Chasnero ist der größte Glückspilz auf diesem Planeten. Ja? Pass auf, Chasneros Arbeit, also Rita muss ich jetzt mal wirklich sagen, Chasneros Arbeit ist wirklich nicht viel. Und er verdient locker mit den ganzen Placements und so das Fünffache von dem, was ich verdiene im Monat. Und ich mache jeden Tag was. Ich streame, ich mache Videos, ich streame und mache nochmal Videos und hab noch einen zweiten Kanal und so. Weißt du? Aber er macht locker das Fünffache von dem, was ich mache. Mit, er nimmt eine Audio auf und das war's einfach. Junge, er hat so viel Glück, dass er immer so krasse Placements bekommt. Auch so Langzeit-Placements. So kann, das wäre auch mal so ein Traum bei mir, so wenn ich so Placements bekommen würde dafür. Aber es sieht nicht gut aus, Leute. Es sieht einfach nicht gut aus. Ich hatte das letzte Mal wieder, dachte ich mir so, okay, ja, wird vielleicht ein Placement und so. Und dann haben die mir abgesagt. Das wäre auch so, danke. Ihr schreibt mich an wegen Placement. Ich sag ja, weil es war was Seriöses und so. Und dann sagen die nö. Wo ich mir sage, dann fragt mich doch gar nicht erst. Wollt ihr mich provozieren oder wie? Weißt du? Es ist Sommer. Hallo, Sommer, da verdiene ich einfach weniger Geld. Ist einfach so. Jeder Influencer im Normalfall verdient im Sommer einfach viel, viel weniger Geld als so Dezember, November Monaten und so. Bitter, ja, ich muss dringend Slot streamen, ja, du hast recht. Aber einfach Kevin, er ist Chasnero und du Olli, der ist Kevin. Ja, gut, ja, okay, ist ein Argument. Toren, die mir unter die Arme greifen, Grafiker und, und. Damit wisst ihr Bescheid. Payback-Zeit. Alina hat wieder Steilvorlagen geliefert, die ich einfach verwandeln muss. Es geht einfach nicht anders. Wir reden heute darüber, dass die Kritiker mit Araber-Clans bedroht, sowie mit Gewalt und vielleicht sogar mit etwas ganz, ganz schlimm. Werdet ihr gleich noch erfahren. Kurzum, ihre arbiträren Infantilitätsattacken häufen sich im Moment. Bevor wir reinstarten, wisst ihr, was jetzt kommt. Partnerschaftsintervention. Bevor es weitergeht, möchte ich euch noch ein Top-Spiel vorstellen. Möglicherweise kommt der zweite Teil des Namens euch bekannt vor. Honkai Impact Third. Das Spiel ist von denselben Entwicklern wie Genshin Impact, MyHoYo, und ist im Mindesten genauso actionreich wie dieses. Honkai Impact Third ist ein 3D, Free-to-Play. Was, schneidet er seine Videos für Real nicht selber? Nein! Ja, ich weiß nicht, hat er je schon mal ein Video selber geschnitten? Ich weiß es nicht. Nein, er schneidet, also Robin schneidet eigentlich seine Videos gar nicht selber. Er nimmt halt die Audios auf und schreibt halt seine Skripts, aber das, ich glaube, der Rest wird eigentlich dann gemacht. Er macht auch nicht die Thumbnails selber, soweit ich weiß. Also er macht nicht die Thumbnails selber. Die Audios schneidet er, glaube ich, auch nicht selber. Also ich glaube, er nimmt wirklich nur die Audio auf. Doch, hat er zumindest heute so. Er streamt? Wusste ich gar nicht, dass er streamt. Okay, also dann wäre mir das neu, aber kann auch sein, dass er das immer mal, weiß ich nicht. Ja, okay. Er hat doch gerade gesagt, er hat Designer und so. Ja gut, kann auch sein, dass ich mich da irre, weiß ich das nicht. Aline Bachmann. Er hat zwei Cutter, soweit ich weiß, ja. Und Thumbnails lässt er, glaube ich, auch teilweise von Kevstar-Style machen. Oder lässt die von Kevstar-Style machen. Ja, also mach das halt schlau. Also, schlauer kannst du es nicht machen als Chasnero. So, ich meine, klar, die müssen halt auch alle irgendwo bezahlt werden, aber das mit den Placements, ich glaube, er bekommt richtig gutes Geld auch mit den Placements und keine Ahnung, und macht sich dadurch halt ein entspannteres Leben. Also, warum nicht? Ist einfach schlau. Auf Sitte und Recht so viel gibt wie Bahnhofstoilettenschmierereien auf grammatikalische Korrektheit, sollte langsam Usus sein. Was sie sich jetzt allerdings wieder gerissen hat, setzt dem Ganzen nochmal eine schöne Schippe an Boshaftigkeit obendrauf. Bis dato beschränkte sich A.B. in ihren Drohungen auf rechtliche sowie finanzielle Konsequenzen für ihre Kritiker, die aufgrund der Frequenz und der prozentualen Eintreffungsrate, die gegen Null tendiert, richtigerweise als heiße Luft wahrgenommen werden. Mittlerweile hat sie ihre Verhaltensweise insofern geändert, dass es von rechtlichen Drohungen zu Drohungen übergegangen ist, die selbst inhärent rechtliche Konsequenzen für sie zufolge haben könnten. Wollen wir uns dieses Beispiel... Die Musik ist zu laut, ne? Ich konnte mich gerade irgendwie schlecht drauf konzentrieren. Ich will jetzt kurz gemeinsam zu Gemüte führen. Aber gut geschnitten. Also eins muss ich ja echt loswerden, ne? Miriam, also eure Eltern tun mir echt leid. Deine Mutter wird gefickt und dein Vater genauso. Krank. Du lernst mich jetzt kennen.
Dann werde ich meiner Welt mitteilen, dass dein Vater ein kleiner Kinderfucker ist. So einfach machen wir's. Du machst aber mir auch Rufmord. Also das nenne ich mal Unbeteiligte mit reinziehen auf einem anderen Level. Die Eltern tun ihr also leid, werden aber gefickt. Aline, meine Gute, warst du nicht diejenige, die von Medienoutlet zu Medienoutlet vagabundiert ist, um unter anderem die Räuberpistole von deiner Mutter, die mit reingezogen wurde, zu verbreiten? Mutmaßlich, um Mitleidskohlen in TikTok-Battlestreams abzugreifen. Mit dem O-Ton, wie schrecklich es doch ist, Unbeteiligte in Mitleidenschaft zu ziehen. Wenn es um dich geht, ist das natürlich ein großes No-No. Aber wenn dir jemand gegen den Strich geht, sobald er auch nur den Anflug von Widerwort oder Kritik rausscheinen lässt, ist das natürlich ein absolut probates Mittel, um eben diese einzuschüchtern. Es geht ja noch weiter und die Drohungen werden konkretisiert, so viel. Also die Aline Bachmann, also ich weiß nicht, was mit dieser Frau los ist. Ich verstehe diese, also wirklich, wie kann man auch sowas sagen? Ich verstehe, also für mich persönlich kommt das nicht, ich weiß, ich bin wahrscheinlich Allmann genug, um nicht irgendwas mit dem F-Wort zu sagen, aber wie kommt man darauf, Leuten Sprachnachrichten zu schicken, die einfach so dermaßen asozial sind, dass ich nicht drauf klarkomme? So, ich meine, die Frau ist doch nur mittlerweile alt genug, um zu checken, was man sagen sollte, was man nicht sagen sollte, ja, und wie man es verpackt, und das ist natürlich an die Öffentlichkeit gelangt. Also, es geht mir gar nicht in den Kopf, ja. Ich muss an der Stelle übrigens sagen, der Videoschnitt in dem Video ist sehr, sehr geil. Ja, der gefällt mir richtig gut. Viel wollte ich aber schon mal vorwegnehmen. Ich bin ja so ein bisschen im arabischen Clan involviert, und dann werde ich mal allen mitteilen, dass dein Vater ein Kinderficker ist. Die Prämisse, die uns hier gegeben wurde, ist in sich selbst nicht schlüssig, weswegen ich hier zwei Szenarien besprechen muss. Szenario A, das, was sie sagt, stimmt de facto, oder Szenario B, es stimmt nicht. Was dafür spricht, dass es frei erfunden ist, ist die Behauptung aus dem ersten Satz, dass, ich glaube, Miriam heißt sie, Rufmord an ihrer Person betreiben soll und sie deshalb das ja genauso bei ihr machen kann. Zunächst einmal primitivstes Feuer mit Feuer bekämpfen, aber was viel saftiger ist, sind die Strafen, die hinter dieser Drohung stehen. Oder eher hinter den Drohungen. Wir hätten ja einen vorsätzlichen Fall des Paragraphen 187, schämt euch, wenn ihr auch nur dran gedacht habt, wer wieder besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts, § 11 Absatz 3 begangen ist, mit Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Nicht nur wird mit dieser Form des Rufmords und der Heftigkeit der Anschuldigung die öffentliche Meinung herabgewürdigt, sie wird vernichtet. Das ist das Zeug, um Leben zu zerstören, meine Gute. Und das auf die ekelhafteste Art, die man sich nur denken kann. Finanzielles Aus, soziale Ächtung, Verlust jeglicher Sozialkontakte. Das würde schon mal für eine Verurteilung, falls es zu einer Anzeige gebracht werden würde, die im oberen Maße des Strafrahmens beherbergt sein sollte, reichen. Dazu kommt ja noch der Fakt, dass diese Tat in der Öffentlichkeit begangen wurde, was das Strafmaß von 2 Jahren auf bis zu 5 Jahre anhebt. Allerdings wie immer, Angabe ohne Gewähr, ich bin immer noch ein Laie, was dieses Thema betrifft. Ich würde trotzdem so einen mittleren dreistelligen Betrag darauf verwetten, dass meine Äußerung an sich, ohne konkret auf sie gemünzt, einwandfrei und korrekt ist. Als nächstes hätten wir die Ankündigung, dies an einen arabischen Clan weiterzuleiten, mit dem sie bekannt ist, was auch schon so als Drohung gewertet werden könnte. Ja, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Junge, ich finde diesen Schnitt so dermaßen krank, also ich keine Ahnung. Das ist fast zu viel Sounds, muss ich an der Stelle sagen, aber der Schnitt ist so überkrass. Keine Ahnung, welcher Cutter, welcher Designer das ist, der das gemacht hat, aber es ist wirklich sehr, sehr wild, muss man ehrlich sagen. Strafgesetzbuch, Paragraph 241, Bedrohung. Absatz 1. Wer einem Menschen mit der Begehung einer gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten rechtswidrigen Tat gegen die Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert bedroht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Wer einem Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 3. Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissens einem Menschen vortäuscht, dass die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe. § 11 Absatz 3 begangen ist in den Fällen des Absatz 1 auf Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahre oder auf Geldstrafe und in den Fällen der Absätze 2 und 3 auf Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder auf Geldstrafe zu erkennen. Absatz 5. Die für die angedrohte Tat geltenden Vorschriften über den Strafantrag sind entsprechend anzuwenden. Als nächstes hätten wir die höchst unmoralische Phrase, was der Person als Kind angetan wurde, angeblich. Und dies soll die Begründung, weswegen sie in Alines Augen so verkommen ist, sein. Ich glaube, der hat nämlich dich als Kind am meisten in den A**. Deswegen bist du so geworden, wie du bist. Dein Vater ist ein Kinder und das können alle wissen. Anscheinend möchte sie damit sagen, dass man schwer traumatisiert ist und was richtig Schlimmes durchleben musste, wenn man sie kritisiert. Ich bin dann anscheinend auch ein totales Wrack. Ja, fuck, bin ich wirklich. Und mit dieser wunderschönen Audio hat sich der Verdacht nicht nur erhärtet, sondern vollumfänglich bestätigt und das nicht nur ad hoc.
Man könnte jetzt denken, klar ist das eine Drohung, aber sie hat ja nichts gerade heraus ausgesprochen. Wir finden dich. Irgendwann finden wir dich. Irgendwann stehen wir vor dir. Dann wirst du sehen, was passiert. Und dann siehst du, wie Deutsche und Kurden gemeinsam das regeln. Weißt du, wie ich meine? Wir reden nicht. Glaub mir, wir reden nicht. Wir stehen jetzt, irgendwann. Jetzt bist du drin, immer bei mir im Kopf. Ja. Vorbei, fertig. Glaub mir, irgendwann, irgendwann stehen wir vor dir und du wirst denken, oh mein Gott. Und nicht jetzt, irgendwann. Und du musst dich auch nicht in die Psychiatrie verpissen, das, was du immer machst. Ich habe ja schon von vielen Hackern gehört, dass du dich immer versteckst wie so eine kleine... Da muss ich dir direkt einen Dämpfer verpassen. Drohung, insbesondere Drohung, dieser Spielwahl. Boah, Alter, was hat sie nicht getan? Junge, ich glaube, Aline Bachmann fährt ganz wilde Psychosen gerade. Ich glaube es. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, ihr geht's gar nicht gut. Was ist das denn? Oh, Junge, ich meine, das war jetzt auch keine harmlose Drohung. Das war so, ja, irgendwann tauchen wir auf. So, und dann, ja, jetzt bist du einmal auf jeden Fall. Also, was, wie können sie, wie können solche, also wirklich für mich persönlich wirkt das leicht intelligenzmindernd. Wie können solche Menschen überhaupt die gleiche Luft atmen? So, das frage ich mich. Ich glaube, die Pflanze dreht sich nicht. Doch, die dreht sich. Du hast bloß schlechte Augen, echt, okay. Müssen nicht in ausdrücklicher Art und Weise stattfinden, sondern sind auch konkludent strafrechtlich relevant. Das heißt, wenn man sich aus dem Kontext erschließen kann, was damit gemeint ist, ist der Straftatbestand erfüllt. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass das eine Morddrohung sein könnte. Wie ich darauf komme, Sätze wie wir finden dich und stehen vor dir und wir reden nicht oder vorbei und fertig strahlen so eine gewisse Tendenz aus. Die Drohung, dass es ihr nichts nützt, sich in einer Psychiatrie zurückzuziehen, nimmt ihr de facto die Möglichkeit. Aber warum weiß man noch nichts von dem Prozess gegen sie? Warum steht die noch nicht vorm Gericht und muss sich da verantworten? Warum, ich verstehe das nicht, diese Frau gehört nach dem, was sie gemacht hat, alles hinter Gittern oder eine Psychiatrie, und zwar eine geschlossene, weil das, was sie dort erzählt, kann ich nicht verstehen, wie sie da frei einfach so rumlaufen darf. Ich verstehe das nicht. Denn diese auf so vielen Ebenen macht sie sehr, sehr schlimme Dinge, was ich nicht verstehen kann. Glaub mir, die ist schon immer so. Es ist schon echt lange her, als ich mit der was zu tun hatte, aber auch vor 8 Jahren war die genauso wie jetzt. Das ist krass. Nichols, ey, ich wünsche dir eine gute Nacht, Bruder. Das Gericht nimmt die selber nicht ernst drauf. Ja, aber sowas, das sind wirklich Drogen. Das sind ja auch keine leichten, harmlosen Drogen. Das sind ernstzunehmende Morddrohungen, die ja teilweise geschickt wurden. Dieser potenziellen im Raum schwebenden Straftat zu entgehen, grenzt am Psychoterror und wird dem Strafmaß sicherlich nicht mildernd entgegenwirken. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, Hacker haben dir das also mitgeteilt. Hoffentlich nicht die Art und Weise von Hackern wie Mimon, der bei dir nur ein wenig den Maskenflüsterer gespielt hat, um zu sehen, was man dir so entlocken kann, wenn du denkst, Verbündete in deiner Online-Vendetta gefunden zu haben. Und dir möglicherweise gar nicht so positiv gegenüber eingestellt sind, wie du denkst. Wer weiß. Der gleiche, dem du erzählt hast, was bei zu viel Tilly passiert, der dich mit Rocksau, Pinky und Handtuch verarscht hat. Vielleicht hat er bei mir ja auch so ein wenig ausgepackt und aus dem Nähkästchen geplaudert und mir sehr, sehr schlüpfrige Details geschildert. Ich lüge meine Fans an, wie ich will. Es ist mir scheißegal, was ich im Stream sage. Weißt du, wie ich meine? Das steht wohl in den Sternen. Genau wie das, was sich gerade in dir vielleicht breit macht. Vielleicht wird dir gerade so ein bisschen warm und du fängst an zu schwitzen, dein Puls steigt an und in dir macht sich so ein Unbehagen breit, weil du ganz genau weißt, wovon ich hier rede. Try me, Aline. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ich hoffe mal, das wird noch geleakt. Ich hoffe, es wird noch geleakt. Scheiße. Mann, jetzt bin ich eigentlich sowas von hyped, was als nächstes kommt. Also eigentlich im negativen Sinne. Also krasses Video, by the way. Also, der Schnitt ist heftig gewesen. Gutes Video. Der Schluss war mega gut. Ja, jetzt bin ich gehypt auf das nächste, was Aline gemacht haben soll. Oder von was hier die Rede ist.